Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir waren in der letzten Folge auf dem Weg zu Aldred und da machen wir jetzt weiter, nachdem ich euch erzählt habe, dass ich meine Stimme jetzt mit Order City aufnehme und nicht mehr mit Fraps. Ich hoffe, die Stimmqualität wird dadurch ein bisschen besser. Könnte allerdings sein, dass es dann minimal rauscht im Hintergrund, aber da kann ich vielleicht beim Rendern noch was machen. Aber das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Dann hatte ich ja Probleme mit Fraps. Da hoffe ich jetzt genauso, dass ich das im Griff habe. Ich vermute, dass es die HD-Texturen waren, die ich für Dragon Age Origins installiert hatte. Und dass Fraps sich an denen so ein bisschen die Zähne ausgebissen hat. Kann allerdings auch genauso sein, dass es uns jetzt wieder abschmiert, das Spiel, und dann muss ich mir wohl nochmal Gedanken machen, woran es liegen könnte. Aber erstmal würde ich sagen, geht's jetzt weiter. Und zwar mit einem Leichnam. Oder auch nicht. Mit einem höheren Dämon des Zorns. Achso, ich habe bei uns in der Taktik umgestellt. Wir hatten ja den Zwei-Waffen-Streich auf beliebig und haben dann festgestellt, dass er den wirklich beliebig macht, ob da ein Gegner in der Nähe ist oder nicht. Das habe ich jetzt mal ein bisschen umgestellt und habe mir gedacht, na, wenn er von zwei Gegnern umgeben ist, dann kann er den ruhig mal raushauen. Vielleicht trifft er ja dann. Ich denke, das ist die bessere Einstellung. Und jetzt geht's erstmal los. Na, komm schon. Yeah, Feuerdämon weg. Sauber. Mach mal eine Unruhe. Na nun, wird's denn werden? Da ist noch einer. Und weg. Geschafft. Und Win hat ein Level Up, den ich jetzt aber noch nicht mache, denn ich habe keine Lust. Dann haben wir hier drei Wundumschläge und einen Dolch. Zum Thema Dolche bin ich gefragt worden. Ja, wieso renne ich eigentlich mit zwei Dolchen durch die Gegend und nicht mit einem Schwert und einem Dolch? Hat drei ziemlich simple Gründe. Man hat mit einem Dolch eine höhere Schlagfrequenz als mit einem Schwert. Kann also in derselben Zeit öfter zuschlagen als mit einem Schwert. Ist dementsprechend auch in der Angriffsgeschwindigkeit schneller. Dann beziehen Schwerter ihren Schaden komplett aus der Stärke, was für unseren Schurken natürlich ziemlich schlecht ist. Und die Dolche hingegen beziehen ihren Schaden zu 50% aus Stärke und zu 50% aus Geschicklichkeit, was uns natürlich ein bisschen mehr entgegenkommt als der reine Schaden aus der Stärke. Und außerdem haben Dolche auch eine höhere Rüstungsdurchdringung, wo man einfach dann gegen gepanzerte Gegner oder gegen Gegner mit einem entsprechend hohen Rüstungswert einfach wesentlich mehr Schaden macht. Und den Grundschaden, den Schwerter mehr haben wegen mir, hat ein Schwert dann einen Grundschaden von 11, ein Dolch einen Grundschaden von 6 oder 7. Aber das ist dann eigentlich so minimal und die Vorteile der zwei Dolche wiegen den Grundschadennachteil eindeutig aus. Deswegen werdet ihr mich das ganze Spiel definitiv mit zwei Dolchen durch die Gegend rennen sehen. Und jetzt weiter, genug gesülzt. Autosave. Ihr lebt noch. Schon wieder? Ich weiß, wer ihr seid. Es funktioniert nicht mehr. Ich bleibe stark. So, so. Ein Templer. Sieht aus, als wäre er ein Gefangener. Er ist erschöpft. Und dieser Käfig, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ganz ruhig. Wir helfen euch. Genug der Vision. Wenn etwas in euch menschlich ist, tötet mich und beendet dieses Nein. Spiel. Er fantasiert. Er wurde gefoltert und Nahrung und Wasser hat er sicher auch nicht bekommen. Ich weiß das. Hier, ich habe eine Haut. Nicht anfassen! Weg von mir! Dreckige Blutmagier, in meinen Kopf einzudringen. Ich halte durch. Lieber sterbe ich. Seid nicht albern, wir sind keine Illusion.
Schweigt! Ich will nichts von euch hören! Und jetzt den Fort! Immer noch da? Bisher hat das immer funktioniert. Ja. Augen zu und durch. Augen auf. Aber ihr seid immer noch da. Ich bin keine Halluzination. Hallo. Verzeiht meine Vorsicht. Die Stimmen, die Bilder, so real. Hat Gregor euch geschickt? Wie seid ihr hergekommen? Ja, Gregor schickt mich irgendwie. Gut. Tötet Aldred. Tötet sie alle für das, was sie getan haben. Sie haben uns in Käfige gesperrt wie Tiere, um uns zu zerbrechen. Nur ich bin auch übrig. Einige haben sie in Monster verwandelt. Und ich konnte nichts dagegen tun. Wo sind Irving und die anderen Magier? Weitere? Wovon redet ihr da? Wo sind Irving und die anderen Magier, die gegen Aldred gekämpft haben? Sie sind in der Kammer der Läuterung. Die Geräusche, die von dort heraufdringen. Oh, Herr Bauer! Wir müssen uns beeilen. Sie sind bestimmt in größter Gefahr. Ihr könnt sie nicht retten. Ihr wisst nicht, was aus ihnen geworden ist. Aber ihr schon? Sie waren von Blutmagiern umgeben, die heimtückisch auf den Geist zugreifen und die Gedanken vergiften. Sein Hass auf Magier ist so stark. Die Erinnerung an den Tod seiner Freunde ist noch zu frisch. Ihr müsst dem jetzt ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Aha. Was schlagt ihr also vor? Damit dieser Schrecken endet, damit keine Abscheulichkeit und kein Blutmagier überleben, müsst ihr da oben alles und jeden töten. Ich kann das erst entscheiden, wenn ich es selbst gesehen habe. Es ist natürlich eure Entscheidung, aber bedenkt bitte, was ich zu sagen habe. Malefika erkennt man nicht am Aussehen. Ein einziger von ihnen könnte den Geist eines Königs übernehmen. Oder den der obersten Klerikerin. Ich fürchte Malefika nicht. Sie sollten mich fürchten. Ihr mögt euren Fähigkeiten vertrauen, ihnen zu begegnen. Aber was ist mit dem Rest von uns? Werdet ihr uns beschützen? Passt auch alles gar nicht auf die Frage, werdet ihr uns beschützen? Aber egal, wir wissen nicht, ob sie alle Blutmagier sind. Ich akzeptiere lediglich die schmerzliche Wahrheit, die ihr zu ignorieren sucht. Aber was kann ich tun? Wie ihr seht, bin ich nicht in der Lage, euch zu sagen, was ihr tun müsst. Obgleich ich mich am liebsten selbst um die Magier kümmern würde. Ja. Wir kümmern uns um euch, sobald Aldred tot ist. Mein Käfig hat Aldred erschaffen. Oder einer seiner Magier. Sobald sie tot sind, bin ich frei. Und dann werde ich auch entscheiden, was mit den anderen geschieht. Niemand hört zu. Immer erst, wenn es viel zu spät ist. Möge der Erbauer auf euch herabblicken. Ich hoffe, euer Mitgefühl wird nicht unser aller Untergang. Nein, wird es wohl nicht. Dann, hier oben, geht es zu dem guten Aldred. Da. Aber ich möchte jetzt erstmal noch kurz den Level-Up bei Win machen. Und zwar kriegt die gute Win 2 in Magie, 1 in Willenskraft. Und hier einfach mal ein in... Kräuterkunde. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Wiederbelebung. Der Zaubernde belebt gefallene Verbündete in seiner Nähe wieder, befreit sie von Bewusstlosigkeit und stellt einen Teil ihrer Gesundheit wieder her. Dann urtümliche Angriffszauber. Ja, könnten wir jetzt die Frostwaffen, aber da wir sowieso meistens die telekinetischen anhaben, brauchen wir die theoretisch nicht. Ich möchte eigentlich jetzt auf diesen Baum skillen. Und zwar auf die Lähmung bzw. auf die Massenlähmung. Lähmung insofern in Verbindung mit der Schurkenfähigkeit Gnadenstoß, glaube ich. Wo gegen gelähmte Ziele automatisch hinterhältige Angriffe gemacht werden. Ist das schon ziemlich gut in Kombination, vor allen Dingen, da die Lähmung eigentlich meistens funktioniert bei fast allen Gegnern.
kann man da schon die starken Gegner relativ zügig aus dem Geschäft nehmen. Und ja, um hier hinzukommen, müssen wir halt erstmal die Schwäche skillen. Der Zaubernde entzieht einem Ziel Energie, wodurch dieses Abzüge auf Angriff und Verteidigung erleidet. Und außerdem eine Verringerung seiner Bewegungsgeschwindigkeit in Kauf nehmen muss, wenn er bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert. Jupp. Nehmen wir. Haben wir hier. Machen wir einfach mal hier hin. Du kommst nach hier hinten. Der Übersichtlichkeit willen. Und dann würde ich sagen, wir machen einen Quick Save und stellen wir uns schon Aldred, oder gibt es noch irgendwas anderes zu machen? Ich würde sagen, damit wir Aldred komplett in einer Folge haben. Ich hoffe, dass das dann alles in eine Folge passt, der komplette Endkampf. Würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und machen heute mal eine kürzere Folge und sehen uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn wir Aldred das Ärschchen versohlen. Also, bis dahin, ciao, ciao!